aktuell in der Nationalmannschaft Ihres Landes stehen oder früher gespielt haben, wie hier Willy van de Kerkhoff mit der 8, 35 Jahre alt inzwischen, einer der großen Namen des holländischen Fußballs Mitte der 70er Jahre. Und Erik Gerrits ist das, der bärtige, der belgische Nationalspieler, der jetzt entschuldigend die Hand hebt. Zwei Dänen dabei, Ivan Nielsen und Frank Arnesen, Namen, die Ihnen vielleicht noch von der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko ein Begriff sein werden. Und auf dem Libero-Posten beim FC Bayern Norbert Nachtwey, in Vertretung für Klaus Asenthaler, der nach zwei gelben Karten aus der vergangenen Saison ebenso gesperrt ist wie Mr. Europacup Dieter Hoeneß. Eine unsinnige Regelung, dass man Sperren aus der vergangenen Saison mit in die neue nimmt. Da werden Mannschaften bevorteilt, die zum ersten Mal dabei sind. Van Arle mit der 6, das war gerade der einzige Mann, der keinen internationalen Einsatz hatte. Hans van Breukelen im Tor von Eindhoven ist die Nummer 1 in seinem Land im Moment. Also 10 Nationalspieler noch oder ehemalige auf dem Platz gegen den FC Bayern. Der Beste bisher, das ist der Mann mit der Nummer 4, der hier gerade unsanft vom Ball getrennt wird. Roland Koeman. Der FC Bayern mit einer guten Abwehrleistung. Jeder hilft jedem Außer gegen die Spitzen mit zurück, wenn die Mannschaft einmal unter Druck stand. Aber zu halten gab es für Jean-Marie Pfaff im ersten Durchgang eigentlich nicht. Matthäus, Flügler, Willy van de Kerkhoff bei ihm, der Routinier bleibt Sieger. Freistoß für Eindhoven, den Meister der Niederlande. Mit 60 zu 8 Punkten und nur einer Niederlage schlossen sie die letzte Saison ab. Da können Sie sich vorstellen, wie stark die Mannschaft ist. 100 Tore erzielt in 34 Spielen. Die holländische Ehrendivision umfasste ebenso wie die Bundesliga 18 Mannschaften. Matti. Flick mit der 2 setzt nach. Er hat im rechten Defensivbereich die Rolle von Nachtwey übernommen. Ansonsten spielt die Mannschaft in der gewohnten Formation. Gerrit. Warnenburg, Arnesen und Warnenburg wieder. Und Pass, er hat zum ersten Mal gefährliche Situation vor dem Tor des belgischen Nationaltorhüters Jean-Marie Pass. Das ist René van der Gep mit der Nummer 11. Zuschauer finden in diesem kleinen Stadion Platz. Englische Atmosphäre, noch keine englischen Situationen vor den Toren. Alle Plätze überdacht, 15.000 Sitzplätze beheizt. Komfortabel und intim. Frank Arnesen. Michael Rummenigge. Gerrit. Und Nachtwey klärt. Norbert Nachtwey steht gut bisher. Zweiter Eckball erst für den niederländischen Meister, den Gerald Farnenburg ausführen wird. Norbert Nachtwey hinterlässt einen sicheren, einen soliden Eindruck auf der für ihn ungewohnten Position des Liberos. Und Pfaff. Koeman haben wir da große Bild. Mit Abstand bester Spieler bei Eindhoven bisher. Wohlfahrt. Koeman. Ivan Nielsen. Der Innenverteidiger geht mit nach vorn. Gerrit. Heinze. Ball im Aus, zeigt den Innenrichter an. Schiedsrichter hat es nicht gesehen und pfeift jetzt ein Foul von Hans-Dieter Flick gegen René van der Gijp.
51. Minute. Fleck in seinem ersten Europacup-Spiel, Andreas Brehme sehen wir. Der wiederholte Male durch kluge lange Pässe auffiel. Kopfball von Niva Nielsen, der ist 1,86 Meter groß. War lange verletzt. Verletzte sich bei einem Vorbereitungsspiel zur Weltmeisterschaft. Und es war auch unklar bis heute, ob er vom PSV Eindhoven oder eingesetzt werden kann. Flick, Nachtwey und John Ripper. Gewartet von Lothar Matthäus, denn die Niederländer haben einige Male bei der Annahme solcher Bälle Schwächen gezeigt. ...64 Minuten sind gespielt. Den Freistoß wird ausführen Michael Falke. 16 Mal stand er im Nationalteam der Niederländer, bringt den Freistoß hoch herein. Auf Kohlen! Nun haben Sie gesehen, was dieser Mann alles kann. Der vor der Abwehr hilft, der das Spiel aufbaut und der auch glänzende Kopfstöße zu setzen meint. Für mich der Beste auf dem Platz. Und es fehlt ja im Team des TSV Eindhoven auch noch der Fußballer des Jahres. Gullit, der in der letzten Europapokalsaison des Feldes verwiesen wurde. Und jetzt zwei Spiele zuschauen muss, was auch im Rückspiel in München fehlen wird. Gefährlichen Torschütze von Eindhoven. Matthäus. Fleck geht mit. Es gibt Einwurf. Ja, solange Schiedsrichter Robert Wellenstein das Gefühl hat, dass hier der Ball gespielt wurde oder versucht wurde, den Ball zu treffen, ohne dass der Gegner nun ernsthaft gefault wird, da lässt er das Spiel weiterlaufen. Erik Gerrit. Flick liegt da verletzt am Boden. Falke. Warnenburg. Und Pass. Riesenchance für den RSC Anderlecht. Nach diesem Weitschuss von Gerald Warnenburg. Haben wir die Zeitlupe? Gut 20 Meter. Spannstoß. Und Eckball ist in der Luft. Ja, da muss man gefährliches Spiel pfeifen. Ja, der Pfiff ist untergegangen. Schiedsrichter zeigt an. Scherenschlag am Mann. Wenn hier René van der Gip getroffen hätte, der Treffer hätte nichts gezählt. Heinze. Und Kohlmann war da wieder mit und Andreas Brehme hat geklärt. Linienrichter zeigt auf Eckball. Schiedsrichter zeigt an, was Kohlmann gemacht hat. Gestoßen, weggedrückt mit dem Arm, Freistoß für die Bayern.
Übergewicht jetzt für den PSV Eindhoven und so ein, zwei gefährliche Entlastungsangriffe täten dem FC Bayern jetzt ganz gut, denn sie würden die Niederländer ein bisschen zur Vorsicht mahnen, die jetzt doch permanent drücken. Antje nach diesem Fehler von Nielsen. Wohlfahrt. Wilmer. Noch immer Holger Wilmer. Da reintragen sollten sie den Ball nicht. Frank Arnesen und Wilmer auf dem Rückzug, jetzt bei ihm. Flügler. Eindhoven jetzt sehr viel mehr in Bewegung. Da werden ständig die Positionen gewechselt, Lücken gerissen. Van der Ripp. Die erste Auswechslung mit der Nummer 14 kommt Juri Kolov, ein Stürmer. Mit der Nummer 7 ist Michael Falke unter. Willi van der Kerkhoff, er bleibt. Hatte eigentlich damit gerechnet, glaube ich, der Kapitän, dass er vielleicht ausgewechselt würde als Senior. Also ein zusätzlicher Stürmer für einen Mittelfeldmann, auch wenn er Nationalspieler ist. Michael Falke muss gehen. Juri Kolov hat seinen Platz eingenommen. Auf der linken Münchner Abwehrseite ist ständig irgendjemand frei, entweder Arnesen oder Fahneburg. Und gepfiffen. Auch wenn Holger Wilmer noch lange diskutiert, Mr. Valentine, der einen sehr sicheren Eindruck macht, lässt sich von seiner Entscheidung nicht abbringen. Freistoß für den PSV Eindhoven, 21 Spieler in der Hälfte des FC Bayern. Alle mit aufgerückt, am Mittelkreis, da verpustet Kerkhoff ein bisschen, darf sich ausruhen. Hart hineingegeben. Einzel. Der neue Mann, Kohlhof. Ivan Nielsen.
Arnesen. Und? So, Marifas. Da standen sich Kohmann und Kohlhoff gegenseitig im Weg. Haben wir Kohmann wieder. Das hätte gut und gerne 1:0 sein können. Bayern sollen wieder früh stören, wie sie das in den ersten 45 Minuten getan haben. Mit diesem Rezept sind sie sehr gut gefahren und abseits. Abseits von Kohlhoff, von dem viele Kenner des niederländischen Fußballs sagen, er sei das größte Stürmertalent des Landes, noch besser als Van Basten, der mit 37 Treffern in der vergangenen Saison erfolgreichste Torschütze. Hat 2 Jahre lang Verletzungsprobleme gehabt, deshalb auch jetzt erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Flügler! Und schießt! Also, Sie haben es gesehen. Man muss es einfach mal probieren. Dem Hans van Breukelen wird das Herz ein bisschen schneller geschlagen haben, aber nicht nur ihm, vielleicht auch seinen Mitspielern. Und möglicherweise werden Sie jetzt ein bisschen vorsichtiger zu Werke gehen. Nielsen. Warnenburg, Kohmann. Rechts ist immer irgendjemand frei. Der Anspielbar ist Doppelpass, Gerrit van der Rip. Kollege von Ida. Ja, Uli Bayern hat sehr schwimmt jetzt. 2 dicke Torchancen, dann diese Unsicherheit von Ida. Eines linken Verteidigers, obwohl er doch viel lieber offensiv im Mittelfeld spielen würde. Noch 15 Minuten müssen die Bayern überstehen gegen einen PSV Eindhoven, der jetzt überlegen ist, ein gutes Spiel macht. 5. Eckball. Und passt. Nachgespielt deutet er an, wenn ihr euch zu viel Zeit lasst, Zeit schindet. Ja, korrekte Entscheidung, auch wenn Andreas Lehme da protestiert. Einwurf für Eindhoven. Frage Ranger jetzt dabei nach 2 und Van der Rip, der zur Sicherheit mal gesperrt hat, der noch ein Nachfall. Wohlfahrt soll da mit den Armen gearbeitet haben, so deutlich die Geste von Schiedsrichter Valentine. Und sofort der Gegenzug, Willi van der Kerkhoff. Matthäus. Flügelwechsel, Matti. Sie sind unheimlich zweikampfstark. Sehr bissig. Und wieder über die rechte Seite. Lehmann aufgepasst.
riskanten Ball spielen. Lieber Nummer sicher, Eder stand rechts völlig frei. War gut gedacht von Fleck, aber zu riskant. Und die Niederländer sind routiniert. Die fallen auf solche Bälle nicht herein. Gerrit geht mit in die Spitze, aber zu langsam. Matti gegen Nielsen. Und immer noch Matti. Schön durch die Beine. Und das 1:0. Das stellt den Spielverlauf ein bisschen auf den Kopf, zumindest den in der zweiten Hälfte. 1:0 durch Reinhold Matti. 79. Spielminute. Und das ist natürlich Gold wert für die Bayern. Hat geguckt, wer links mitläuft. Und hat es dann einfach probiert, hat Glück gehabt. Hans van Breukelen durch die Beine. Noch einmal dieser schöne Pass. Matti schneller als Ivan Nielsen. Das war zu erkennen, dass Nielsen kopfballstark ist, aber nicht mehr der schnellste durch die Beine von Breukelen. Das 1:0. Jetzt müssen die Holländer natürlich noch mehr öffnen. Und die Rückspieler können die Bayern Klaus Augenthaler wieder einsetzen. Jetzt also eine glänzende Ausgangsposition. Und vielleicht beflügelt ja auch dieser Treffer die Bayern noch einmal zu gefährlichem Konterspiel. Der FC Bayern hat jetzt natürlich Zeit. 10 Minuten noch bis zum Schlusspfiff durch Schiedsrichter Robert Valentine. Van Arle. Abseits von Gerrit. Ja, stimmt. Gut erkannt, auch wenn der Erik Gerrit sich da fürchterlich aufregt. Der Lothar Matthäus wird ihm da schon die passenden Worte gesagt haben. Die Bayern profitieren von solchen Stellungsfehlern des PSV Eindhoven, aber so ganz gewollt ist diese Abseitsfalle natürlich nicht. Ich denke, da bleibt Udo Lattek einige Male wohl das Herz fast stehen. Olof, gegen Michael Rummenigge weiterspielen, zeigt die Schiedsrichter an. Und Einwurf für den FC Bayern, weil Van der Gip den Ball mit dem Oberschenkel berührt. Dieses 1:0 von Matti ist ja fast unbezahlbar. Denn man hätte sicher ein solches Spiel Bayern gegen den PSV Eindhoven auch in einer anderen Runde vorstellen können, im Halbfinale oder Finale eines Europapokals und nicht in der ersten Runde. Matthäus. Viel mal schneller als Gerrit, der mit all seiner Routine
diesen Zweikampf noch gewinnt. Holger Wilmer war vorbei. Matthäus. Wilmer. Rechts bietet sich Flick an. Gut, wie sie jetzt die Abwehr des TSV Eindhoven aufreißen. Und Hans von Beutel. Michael Rummenigge, von dem man weiß, dass er gelegentlich sehr hitzig ist, kriegt jetzt die gelbe Karte, weil er sich da völlig unnötigerweise mit Erik Gerrits angelegt hat. Die erste gelbe Karte in diesem Spiel, sie trifft Michael Rummenigge. Beim Einwurf. Die Zeit läuft, Eindhoven natürlich weg. Die Aktion im Moment ein bisschen hektisch, nicht mehr so durchdacht wie in der Anfangsphase und der Mitte der ersten Halbzeit, der zweiten Halbzeit. Die Kontermöglichkeiten werden immer besser für den FC Bayern. Nielsen hat hier Fleck ganz klar zu Fall gebracht. Gerrits. Vorbildlich der Einsatz der Münchner jetzt in diesen letzten Minuten. Da wird kein Ball mehr verloren gegeben. Nach zwei. Van de Kerkhoff. Rummenigge. Martin, 2 gegen 2. Kann man die Abwehr aufreißen, genau. Schade. Flick, Matthäus, jetzt spielt man nach vorne. Flick. Das Stadion wird schlagartig ruhig. Viele machen sich jetzt schon auf den Einweg, wenn ich hier so die Tribüne runterschaue, denn das Spiel ist für die Anhänger des PSV Eindhoven gelaufen. Unter den Zuschauern vielleicht knapp 100 Schlachtbummler aus München. Beobachter aus Mönchengladbach. Der Stadionsprecher Rolf Göttl ist da. Und die Borowka, die
Sie wollen sich angucken, wie man ein Spiel vielleicht auch überzeugend gewinnt, denn das, was die Gladbacher da gestern Abend geboten haben, war ja nicht überzeugend. Der FC Bayern hat hier in einem Auswärtsspiel gut mitgehalten, hatte Glück, die Drangperiode von Eindhoven unbeschadet zu überstehen und dann im entscheidenden Augenblick in der 79. Minute durch ein Tor von Matti sich eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel zu schaffen. Matti! Toll, diese Lücke gerissen von Matti. Sehr gut aber auch das Zuspiel von Hansi Flügler. In den Lauf. Da wird jetzt 2-0 stehen können. Sie sehen, die letzte Minute läuft, meine Damen und Herren. Der FC Bayern hat nach einer sehr defensiven ersten Halbzeit, die er sehr klug bestritten hat, auf die Drangperiode des PSV Eindhoven gut überstanden. Da waren einige dicke Torchancen dabei. Mit Glück, mit Können, mit Jean-Marie Pfaff als Schlussmann hat der FC Bayern dies überstanden und dann einen Konter im richtigen Augenblick. Eindhoven, trotz der Stabesitzung, für mich ein bisschen enttäuschend als Mannschaft. Obwohl der Trainer ja über die Presse hat verlauten lassen. Matti jetzt! Und es ist 2-0! Super gespielt! Als ich schon fast mit dem 1-0 zufrieden war, und da sehen Sie diese Bayern-Fans. Der Pass von Holger Werner mit dem Außenspann aus vollem Lauf um den Torwart herum. Leicht angeschnitten ins lange Eck. Das 2-0 in der 90. Minute. Dreifacher Torschütze, Reinhold Matti. Haben jetzt nochmal den Werner-Pass. Ganz klar zu sehen, kein Abseits. Außenspann, volles Risiko. Das Risiko belohnt, 2-0. Dann haben wir den Torschützen. Damit dürfte auch das Rückspiel eine leichtere Aufgabe werden, obwohl, um den Gedanken fortzusetzen, der Trainer des PSV Eindhoven ja gesagt hat, wir wollen hier verhalten, sicher spielen und in München die Bayern auskontern. Das wird jetzt natürlich noch viel, viel schwerer. 2 Tore, das hätte man nach dem Verlauf der ersten 70 Minuten nicht annehmen können, aber die Bayern sind halt eine kluge, eine routinierte, eine abgeklärte Mannschaft, auch wenn zwei erfahrene Leute die Augenthaler und Dieter Hönes gefehlt haben. 2-0 schlägt der deutsche Meister den niederländischen Meister durch die beiden Tore von Reinhold Matti in der 79. und 90. Minute. Das war's aus Eindhoven. Wir versuchen im Anschluss an dieses Spiel ein Interview mit Udo Lattek zu führen. Udo Lattek im kurzärmeligen Hemd, hat Sie das Spiel so mitgenommen, dass Sie sich jetzt den Pullover unter den Arm klemmen? Nein, das Spiel habe ich nicht so mitgenommen. Ich habe eigentlich während der ganzen 90 Minuten sehr ruhig auf der Bank gesessen, mit Ausnahme von circa 10 Minuten in der zweiten Halbzeit, als wir ein bisschen den Faden verloren haben. Aber sonst haben wir eigentlich weitgehend das Spiel kontrolliert. Wir haben ein paar Stimmen gehabt nach der ersten Halbzeit von Dieter Hoeneß, von Klaus Augenthaler, die auch gesagt haben, wenn es so weiterläuft, dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen mehr um dieses Spiel. Und dann kam diese Phase, Udo Lattek. Ja, diese Phase haben wir auch in Kaiserslautern gehabt. Wir haben versucht, sie zu... Aber der Druck wurde dann so groß, dass wir einfach nicht mehr hinten rauskamen. Wir haben uns wieder ein bisschen versteckt, aber die Phase ist kürzer geworden als im letzten Spiel. Und ich hoffe, dass wir das ganz ausmerzen können. Die Abwehr mit dem Libero Norbert Nachtwey hat für meinen Geschmack überraschend gut gestanden. Ja, ganz davor. Die Abwehr war ja total neu formiert mit Holger Wilmer und mit Hans-Dieter Flick und Norbert Nachtwey. Und ich muss sagen, die haben ihre Aufgabe gegen eine starke Mannschaft sehr gut gelöst. Holger Wilmer hat einen glänzenden Pass gespielt zum 2-0. Ja. Wie überhaupt die Konter dann ganz gefährlich waren. Da hat, finde ich, der FC Bayern gut harmoniert, da sind die Spitzen gut mitgegangen. Das ist richtig, aber wir hatten auch eine Phase, wie ich eben schon sagte, in der zweiten Halbzeit, da sind unsere Konter im Ansatz stecken geblieben. Wir haben da nicht voll durchgezogen. Ja, wir werden die ganze Zeit hier gedreht, wie auf dem Karussell, Udo Lattek. Aber wir sind hier zu Gast bei den Holländern. Der niederländische Trainer hat ja gesagt, der Trainer von PSV Eindhoven, dass sie eigentlich hier etwas ruhiger, sicherer spielen wollten und dann die Münchner in München die Bayern auskontern. Machen Sie sich Sorgen ums Rückspiel? Naja, es sind noch 90 Minuten zu spielen und da kann alles passieren. Eine Mannschaft, die gut kontern kann, sind die Holländer sicher. Wenn sie das Spiel selbst bestimmen müssen, haben sie Probleme. Aber mit einem 2-0 Vorsprung, da werden wir uns taktisch schon was einfallen lassen. Wir werden den auch nicht ins offene Messer laufen. Und er lässt ja auch ganz gut nach München zurückkehren. Gute Reise. Das ist richtig. Dankeschön.
davon, in einem solch herrlichen Stadion überhaupt spielen zu können. Andererseits kann auch einem gestandenen Bundesliga-Kicker Angst und Bange werden, wenn er in diesen dichten, aufgeheizten rund annähernd 50.000 Zuschauer gegen sich hat. Aber den Bayern musste nicht bang ums Herz werden.